Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Karte Fichtal im Projekt 3 versus 100 HP. Mit mir und dem lieben Oswaldi Moin. und dem lieben Fabi. Hallöchen. Das ist mal PS. Oder ist Ah! jetzt, oder ist jetzt 100 Leben? Nicht 100 HP? Dann ist der schon ganz schön tot, wenn das jetzt mit Leben zu tun hat. Wie bei Fortnite. Sauberschnell tot. Gut, Das kann Fabi anders bezeugen. Was? Was? Gut. Zweite Spanngurte rum, Leute. Das ist wichtig. Brauchen eine Wofür denn Schaufel. Spanngurte? Spanngurte für die Paletten. Eine Sicherung heißt Leute, wartet mal kurz. Ich muss was gucken gehen. 3 Sekunden. Hab die Befürchtung, brauchen dafür ein Gewicht wie 2000 Liter Schaufel. Oh, Schiddi, Frau Schmiddi. Müssen Sie. Das ist die fünfte Oh, Aufnahme jetzt, oder? oh. Ja, ich glaube schon. Kann Also sein. die Ich. ganzen. Glaube ich mal. Hoffentlich. Glaub, dein IAC ist voll, Jackie. Tja, leider weiß ich Aber was das. ist denn hier beim Ende los? Ja, nicht Drille gehört mir. bewegen. Was? Drille gehört mir. Ja, ich bin Adrian, ich bin Gruppe, ich bin Ballenpresse. Ne, es gehört alles nicht mehr. Ja. Ja, es, der Nein, nur IAC ist Jackie wieder zu gehört. 93% voll, aber der ist ja Hä? voll. Ballenpresse, Kuba und Seemaschine gehört mir. Warum kann ich denn jetzt nicht? Hä? Bin ich doof? Warum? Warum kann ich denn jetzt die Schaufel nicht dran hängen? Ein Frontlader. Welche hast du genommen? Was? Schaufel. Frontlader? Also Schaufel? Hauer. Gleich Großvolumschaufel. Vom VX-Pack. Ja, Hauer. Dann ist sie nicht kompatibel, weil die dann diese Jo. VX-Aufnahme hat. Genau. Wollte ich gerade eben sagen. Oh, blech. Das ist so eine Scheiße, Alter. Dann müssen wir halt die. Wir Alter, haben das kein Ding lässt so Volumen. viel stehen. Das Problem ist nicht das, was der stehen bleibt, was du stehen lässt, was du siehst. Das Problem ist das, was der stehen lässt, was aber unter den Blättern verschollen ist. Ich glaube, ich habe schon 8 Paletten im Ganzen. Oha. Ich Und der hab jetzt ist. 24. Yo. Was hast du denn? Pastinaken auch? Immer noch rote Beete. Wie oft Ah willst du eigentlich ja, noch fragen? stimmt. Ist ja was dran. Hast du Ich recht. platze hier gleich. In der Scheiße. Er kann sich nicht bewegen, weil irgendein Trottel seine Maschine nicht abholt beim Händler. Ja. Nee. Die hängen jetzt alle auf halb acht. Ist mir jetzt scheißegal. Nein. Doch. Ich hab zu viel zu tun. Das kann nichts zum tun. Doch, jetzt läuft mein Drescher nicht mehr. Scheiß aber auch immer. Hä? Hat der Drescher gesoffen oder was ist mit dem los? Junge, ihr müsstet mal mein. Ich will nicht fahren. Ich will Oh, einfach no, no, nicht. no. Ja, was mit einem Drescher Lind? Ja, jetzt ist eine Kornkreise. Ja, also ich glaube auch, Alter. Ich hab doch den Oh, du, Hof. der hat doch nicht Hof ganz sauber 8, gearbeitet. oder? Ich hab doch Hof 8. Der hat nicht ganz sauber Nee, Hof gearbeitet. 1. Der Stopp. Drescher.
Ah, okay. Ja, ein bisschen schwer, oder? Nö, nö, das geht. Jetzt wäre schon hinten die Kiste voll, oder? Wäre es zu schwer. Ja, selbst dann ist es noch, also wunderst dich, wie viel das ist. Deswegen sage ich ja, ich brauche mindestens 2,5 Tonnen, weil die Maschine hinten liegt 2 Tonnen. Ja. Weil ich das mit dem kleineren MB-Truck dann noch machen will, ja, unter 2,5 Tonnen, glaube ich, brauche ich da nicht anfangen mit dem Gewicht. Ich bin gespannt, was der kleine Beta voll generell von dem Wagen hier macht. Das ist noch abzuwarten. Alter, ernsthaft, wirklich jetzt mal. Hast du gesehen, Ossi, was der für eine Scheiße gemacht hat? Ja. Dresch dieses Ding nicht. Bei Palette, die ist jetzt ist ganz schön gefährlich. Ja. Jetzt nochmal geschoben werden, dann passt das. Jetzt ist die Palette wieder voll. Ich glaube nicht wirklich, ich brenne langsam. Weil der macht sich so einen Stress, der könnte auch alles ganz entspannt hintereinander machen. Ist er so. Und schickst jetzt dann wieder los, wieder kleine. Nee, den fahre ich selber. So, schade. Was denn hier eigentlich der Werkstatt für diesen Kfz-Hof? 48.000 Liter hat das Moped hinten drauf. Ey. Das ist doch mein Hof hier. Super. Gewinner. Ja, also außer du schiebst den Anhänger rückwärts, geht das eigentlich. Rückwärts will er nicht. Und wo ist mein Ziel? Ach, da vorne. Der Werkstatt auf dem Hof haben wir nicht, gell? Das kann ich dir nicht beantworten. Haupt nicht. Der Gie kennt diese Map, nicht ich. Ich kenne diese Map nicht. Ja, wenn so die Map. Nee. Aber ist doch nicht, wenn. Ach, ich bin jetzt nicht darüber schlecht. Er ist dann auch Oskar mal gespielt gehabt. Nee, überhaupt nicht. Tut mir leid, wo holst du deine Informationen her? Eieiei. Okay, jetzt tut er sich gerade doch ein bisschen schwer. Oh, das hätte ich dir aber sagen können. Nö, geht gleich wieder, warte. Das Problem ist nur gerade das Stückchen halt die Kante hoch auf die Straße. Ja, guck, jetzt ist der Schlepper komplett auf der Straße, jetzt geht's vorwärts. Sechs haben wir schon beladen. 8 gehen. Das heißt, 16 Paletten gehen auf den Anhänger. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber immer mal. Welchen hast du? Den Dreiachser oder den Zwei Zweiachser? Achser, zwei Achser. Ach, was ist auch nur die Spielkiste? Ja, ich nehme drei Achser mit. Ach. Ja, Jiggy, ich hab den Dreiachser voll beladen mit 24 Paletten hinterm MB-Truck mit 85 PS. Ja, geht sicherlich gut. Ich fahr mit 42 Ja. Warte bloß, bis eine Steigung kommt. hab ja keine Steigung, bis zum Hof geht's nur bergab. Ja, warte mal, wenn du die Paletten verkaufen musst. Ah nein! Ja, ah nein. Okay, ich hab nichts gesagt. Egal, dann kann ich 100 PS davor hängen, dann geht das. Ja, bringt. Ich sag jetzt einfach nichts. Ich glaube, zu verkaufen, mach ich nicht mal 16 Paletten hier drauf, Alter. Ist ja Oh, da nachher. kommt ein IAC. Ja, das ist meiner. Anker lichten, Anker, Anker, hallo, Anker! Ja, die Alter, wenn du das Moped bremst, komm mal zum Händler aus. bremsen sich sicher gut. Ja, ich bin on the rain. Der Ja, bremst. ja. Der bremst, aber der Hänger schiebt ein bisschen. Ich muss kurz ein Foto machen. Ey! Kann dir helfen, dass du wieder runterkommst von einem hohen Ross. Ach so. Isaac.
Warum, wo willst du denn jetzt hinfahren? Warum Ich wollte zum Hof, aber ich wollte noch kurz ein Gewicht mitnehmen von hier aus. Aha. Was könnte ich nehmen? Ist mal. Nee, ist noch nicht. Macht mich doch alles arm hier. Wer hat dir sein ganzes Zeug Ja, hingestellt, Alter? Jackie. Nee, 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 nee. Ja, so. Ich muss dann jetzt hier Miete nehmen. Eppa, da Also, habe ich Gas sagst mit du, ich Bremse innerhalb von einer verwechselt. Folge wegräumen, dann muss ich 300 Euro Strafe zahlen pro Fahrzeug. Bla, 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 bla. Ah, da habe ich wohl ein bisschen zu viel aufs Gas gedrückt. Alter, kannst du mal. Hallo, kannst du lenken? Oder ist das nicht drin? Ah, nicht im Preis mit inbegriffen. Nee, ist wohl nicht. So, ab einmal durch die Mitte hier, mitten durch den Grubber. Alter. Dieses Ding kann wirklich nie lenken. Boah, was ist denn hier los? Warum bricht der denn so schnell Aua! aus? Der Grubber stand da schon voll, also. Abi, ich sag's dir. Ist tot. Was ist denn jetzt hier los? Der bricht ja vollkommen aus zu dem Anhänger. Oh, das ist nicht toll so. Das Gewicht hat einen so hohen Anhängepunkt. Wenn ich Gas gebe, geht der Schlepper vorne hoch. Ganz gut. Ja, so schön. Halt, muss ich da unten runter? Ja, genau, da rechts runter zu meinem Hof. Ace, du kannst aus. Meine natürlich. Ja, egal. So, da ist der andere Hof. Das ist die Kurve. Das hier ist mein Hof. Hallo, Hof. Halt, stopp. Halt, stopp, jetzt rede ich. Ich hoffe, Ossi, Vorsicht, ich stehe hier in der Kurve. Warum stehst du an der Kurve? Weil hier mein Hof ist. Warum stehst du an deinem Hof? Fahr zu. Hallo. Denn. Ich muss nur gucken, wie ich hier reinkomme und wieder rauskomme. Hier ist ein Beta-Treffen. Wie Ja, du bist du kannst jetzt hier auch hier? rechts Willst über. du jetzt hier reinfahren, Das weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo ich die oder Paletten was? Ja, hinstellen soll. komm mal auf eine Höhe schon alleine. Ach so, ja. Okay, dann muss ich auf meinen zweiten Hof fahren. Das ist ein zweiter Hof. Ja, hier gegenüber. Was machst du denn? Hopp, Vollstopp hier. Muss mich das interessieren, dass die Palette voll ist? Nee. Ja. Du musst Bin auf meinem arbeiten. Zweithof. Ach, da ist ein Zweithof. Ja. Da habe ich richtig investiert. Also, nee, das war dabei. Wie jetzt? Das ist gar Das nichts. geht so nicht. Oh fuck. Aber selbst hier habe ich ein Problem, die ganze Scheiße zu drehen und alles. Oh, der schiebt ganz schön, der ganze Kram. Und jetzt steht alles. Ist Hallo! hier richtig? Was ist denn nun los? Geht gar nichts mehr, oder was? Doch, komm hier, MB-Truck Power, Alter. Ja, das passt. Kühlverhalten 10 von 10. Was für ein Verhalten? Wühlverhalten, der wühlt So. ganz gut. Meint ihr, es geht zwei Paletten ohne Heckgewicht? Wenn du die Maschine hinten dran hast, ja. Nee, ist nichts hinten dran. Dann nein. Dann Sind 2,6 Tonnen, wollte ich nur darauf hinweisen. probieren wir es mal. Klaas, enttäusch mich nicht. Ich hab gleich Was gedreht. ist los mit deinem Mühlmäuschen? Ja, ich versuch zu drehen. Soll ich abhängen? Nee, 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 noch nicht, noch Fabi nicht, hat noch ein nicht. Date mit seinem Mühlmäuschen.
Weißt du, du rollst so ganz langsam, und kommst dann ganz so minimal gegen den Zaun. Was kommt da und denkt. Aber das komplette Gespann auseinandergerissen, nur wegen so ein bisschen hier. So, wo packe ich die Paletten jetzt hin? Abhängig, okay. Warte, ja. Ich zieh den hier. Fabi, soll ich den ganz schön hoch fahren? Soll ich dir berichten, ob es geht, Fabi, oder nicht? Nee, brauchst du nicht. Gut. Hallo! Jetzt geht's mir jetzt besser? Ja, aber jetzt geht's zu gut. Gut. Fabi, es geht nämlich, scheiße. Hätte ich dir direkt sagen können. Gut, ich muss weiter. Ah, hier, ich muss mit dem Gewicht so ein bisschen spielen, hoch runter, und dann geht das. Ach halt, warte. Vielleicht sollte ich erst. Genau, Spanngurte ab. Oh no! Ach, geht, perfekt. Oh no, 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 no. Das Schlimme ist, eigentlich müsste ich jetzt jede Palette einzeln fahren. Weil doppelt fahren geht zwar, aber halt nur über kurze Distanzen. Wie doppelt? Du musst ein Heckgewicht hinten ran. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, du längst zu ruppig. Geht trotzdem. Ein Grad? Ja, habe ich hier liegen. Das stimmt schon, aber. Aber nicht eingesteckt. Na sicher, ist alles fertig. Muss es nur einmal kurz hier hochholen. Warte mal kurz. Was liegt da jetzt der Schiff da drauf? Ich hab sogar das Lenkrad auch dort. Funktioniert? Nee. Noch nicht. Ja, Jackie, das ist schlecht, ne? Soll ich dir was sagen? Meins funktioniert und hat alle richtigen Einstellungen und alles. Nee, ich mach ja über Controller. Ist nicht. So, jetzt können wir ja auch loslegen. Ja, ich kann. Ach ja, das bringt ja nichts. Ich kann's einfach nicht mehr über die Tastatur. Nee, geht nicht. Kannst dich übers Lenkrad. Guten Anfall. Nee, ich mach's ja nicht übers Lenkrad. Übers Lenkrad geht's auch nicht. Bei mir geht's nur noch über Controller. Rest finde ich scheiße. Aber diese Vorwärts-Rückwärts-Schaltung ist zwar super mit Tastatur, aber mit Lenkrad ist das der größte Schmarrn. Sehr schön. So. Warum findet der immer einen Baum? Nur noch hoffen, dass hier nie jemand ankommt. Dann ist alles gut. Irgendwann jemand langkommt und ich gerade mit der Palette da auf der Straße stehe, dann ist vorbei. Ich muss jetzt mindestens bei 700 stehen, Leute. Guck gleich nachher nach, aber das müssen mindestens bei 700 Punkte stehen. Papapapast. Oh, mit der Gas. Kann ich die ganze Kacke jetzt wirklich hier rüber? Naja, mach mal. Ist ja nicht so viel, sind ja nur 12 Touren. Ich bin das gespannt mal hier. Sogar. Das könnte passen, ja. Was? Gut. Gut, gut, sehr gut. Tut gut, macht gut. Macht denn der Drescher schon wieder für Kornpreise, Alter? Nee, macht nichts. Gut, perfekt. Alter, es sind schon zu viele Paletten, Junge. Als er 10 Paletten da stehen oder so und sagt, oh, das war viel. Ich habe mindestens schon etwa 15 stehen. Mindestens. 8 auf dem Hänger. 3 sehe ich hier, das sind 11. 12. 13. Aber. Weiß nicht, wie viel sind. 14. Und was ist noch hinten im Wald? Keine Ahnung. No, no, no! Oh, Junge, Junge, Junge. Also, dieser Hubmast ist zwar super toll. Aber den kannst du echt nur in Kombination mit bestimmten Schleppern verwenden.
Mit Frontlader geht das richtig gut. Ja, das ist ja was für Kinder. Kannst du denken. Nein, 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 nicht umkippen, nicht umkippen, nicht umkippen! Doch, umkippen. Dann los mit dir, verschissener Hubmast hier! Komm, bisschen Schmackes hier drauf. Rückwärtsgang. Die Schäfer. Ja, gut, ich brauche mal kurz Stackerbauer hier. Geht nicht, ist verboten. Abgelehnt. Fabi macht schon wieder neue Regelungen, Leute. Warum? Ist doch schon wieder weg. Jetzt nimmt er auch Paletten sogar. Nö. Hab das ja nur kurz gebraucht, um die wieder richtig rumzustellen, weil die auf dem Kopf lag. Das ist falsch. Da muss man den Frontlader nehmen. Haben wir nicht, broken wir nicht, ist zu teuer. Ist günstig gewesen. Ja, wäre bestimmt auch günstig gewesen, hätte ich ihn direkt genommen, aber. Jetzt habe ich das Ding hier und jetzt muss ich damit leben. Hallo. We need. Ach so. Deswegen geht das nicht. Ach, fair. We need the Paleticus. Pepper. Hoch, runter. Bom. Och, Jungs. Also, was ich ja an den B-Tracks echt extremst verwunderlich immer finde, aber auch geil, ist diese krasse Vordachsfederung. Ja, wie die einfach so einen halben Meter hoch und runter wippen. Leute, wir sind fertig mit Dreschen geworden in dieser Folge und ich würde aber sagen, wenn es euch gefallen hat, like nicht vergessen, Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.